Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute wollen wir mal Cornflakes von Hane sind die. Bisschen groß das Paket. 375 Gramm habe ich vom Kaufland mitgebracht. Kostet 79 Cent das Paket. Ist also so ein No-Name-Produkt von Kaufland und das wollen wir heute mal testen, wie das schmeckt. Also, machen wir es mal auf. So sieht der Beutel aus. Ja, die Cornflakes, die sind relativ gelb, sehen bald aus wie Chips. Schmecken nur nicht wie Chips. So, dann werden wir mal ein bisschen Milch hinzugeben. Wir werden das Ganze mal ein bisschen quellen lassen. So, mal gucken, wie es schmeckt. Ja, schmeckt sehr trocken. Ups. Schmeckt sehr trocken. Was steht denn da? Nährwerte. Also besteht aus 91% Mais, Zucker, Kochsalz und Getreidemalzextrakt. Ja, also wie gesagt, es schmeckt ja ziemlich Mais schmeckt man nicht unbedingt raus. Sie schmecken nicht typisch wie die Kellogg's Cornflakes. Und ganz ehrlich gesagt, mir ist das ein bisschen zu unsüß. Deswegen werde ich ein bisschen Zucker reinmachen. Weil Cornflakes müssen bei mir immer ein bisschen süß sein. So. Wenn wir das gleiche noch mal probieren. Also man hat so einen ganz hauchfeinen Mais. Ja, jetzt wo ich es weiß, bilde ich es mir wahrscheinlich auch erst ein, dass es so ein bisschen nach Mais schmeckt. Aber ansonsten ist es ziemlich neutral. Man schmeckt eigentlich nur die Milch. Wie halt eben ungesalzene Chips, so ungefähr, schwer zu beschreiben den Geschmack. Jetzt gucken wir das Ganze mal mit Zucker noch ein bisschen. Ja, auch da ändert sich nichts, es ist halt eben nur ein bisschen süßer, aber wie gesagt, den normalen Kellogg Geschmack ist es definitiv nicht.
es ist halt eben, ja gut, für 79 Cent eine Billigvariante zu den Kellogg's. Also ich werde sie mir definitiv nicht wiederholen. Schmecken nicht besonders prickelnd, sage ich mal. Und von daher, es ist nichts Besonderes. Sie schmecken nur ganz leicht nach Mais. Ja, gut, was soll ich noch dazu sagen? Wie gesagt, überzeugt haben sie mich nicht. Gut, das war's für dieses Video. Lasst euch überraschen, was als nächstes kommt. Ich sage Tschüss.